So, mach was. Okay, 42 ist solide. Absolut solide. Nichts zu ermängeln. Ist schon mal ein guter Start für nur drei solche Obsidiansteine, die ich anwählen muss. So, drüben ist schon der nächste, man sieht ihn ganz deutlich. Ich finde es cool, dass man die Sachen immer so sieht, aber trotzdem, das Levelladen zwischendurch doch ein bisschen sinnlos. Das hätte man doch jetzt in der Version hier einfach entfernen können. So eine PS4 und so ein PC hier stand jetzt doch wohl locker hier, sind entgegengeladen zu halten. Die geht doch nicht viel vor oder so. Das ist alles noch relativ statisch. Obwohl es relativ leblos aussieht. Ich meine, es ist leblos, aber. Das fällt halt nicht so krass auf. Ich glaube, noch ein Item, ich habe es gesehen. Da. 62 Skill auf meinen Nacken. Das ist schon. Naja, ein gutes. Ein Achtel von dem, was ich für die Kaktor-Quest bekommen habe. Und das Achtel, Neuntel. Irgendwie so in die Richtung. Ich sag mal, nicht ein 18, sondern. Ach, was soll's. Aus der Haar kann ich mich mal rausquatschen. So, mach völlig scheiße. Los, RNG. Ob das Ding voll werden würde. Ah, okay. Nicht ganz. Okay. Jetzt noch da oben. Okay. Sehe ich den von hier aus zufällig? Ja, sehe ich, okay. Wenn mir das ganze Unkämpfe gewesen um die Level oder so bringen würde, wie lange dauert denn das noch? 97, oh mein Gott. Da werde ich ja nie fertig. Und beiseite. Oh, aber so ein Strigida-E könnte schon ganz gut was bringen. Moment mal. Na, Bruder. Ja, der macht doch gar nicht mal so viel Schaden, deswegen. Ditte passt schon. So, lass mich klauen. Und das klappt. Nicht bekannt. Ach, lass ihn rennen. Lass ihn rennen. Lass ihn rennen. Hey, greift er mich ernsthaft an? Lol, er greift mich ernsthaft an. Erst wegrennen, dann angreifen oder was? Kleines Mystery. Nochmal 20 Gil. Und? Gegengift. Naja. Dann gehen wir mal lieber gewesen. So, mach voll das Dreckstyle. Nice. Ich dachte schon, es klappt nicht. Voll aufgeladen, das war's dann wohl. Lass uns dir deinen Gin zeigen, komm, es hat geklappt. Okay, ab zu Gin. Sonnenstein. Ja gut, hätte ich auch eine andere Route wählen können, hätte ich das gewusst. Achso, okay, oh, Teleport. Oh, ihr habt es geschafft. Richtig schöner Sonnenstein. Es ist also Sonne drauf, WTF. Darauf könnt ihr euch was einbilden. Hätte nicht gedacht, dass zwei Stadtmenschen so gut im Sonnen für Energie wären. Marschur warnt immer vor dem Werwolf, weil der so hungrig auf Menschenfleisch sein. Aber es war ja auch nur eine Mordprobe aus Spaß. Außerdem ist Toto schuld. Er hat uns angestachert. Das erzählt ihr aber nicht den Erwachsenen, ja? Sieht aus, als ob es meinem Fuß wieder besser geht. Komm, wir gehen im Eimerstück in die Siedlung. Wer zuerst alles gewinnt. Mit einem verstauchten Knöchel. Was? Nicht dein Ernstspiel. Na, dann muss ich die ganze Scheiße wohl nicht selber laufen. Das macht's einfacher. Jo, ich bin da. Ihr habt Gin zurückgebracht. Er ist da gut möglich, dafür aber auch etwas Geist abwesend. Danke, dass er wieder da ist. 50 Gears Potions für Hebosteine. Nice. Alles, was ich zum Leben brauche. Es ist der Sonnenstein. Ich hoffe, ihr wisst etwas mit mir anzufangen. Klar. Ich gehöre ins Palast des Raums. So, Peneo darf sich auch verabschieden, sobald ich zurück in Ravenastra bin. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe so ziemlich gesehen, was ich sehen wollte. Deswegen passt das schon. Die Mobs sind erstmal erledigt. Deswegen folge ich jetzt einfach der Haupthandlung weiter.
Komm, Merkel auf meinen Nacken. Gib ihm. Ach klar. Beiseite. Ich würde auch ein bisschen was zu Anfangsstrategien erklären, aber ich glaube, es wäre ein bisschen zu umständlich, das. Nein, als ob. Mistvieh. Zum Beispiel die Werwolf, von denen man gerade erfahren hat. Das sind auch viel zu starke Gegner für den Anfang, aber man konnte man es so machen, dass man sich sein Level hochgegrindet hat, dann die Spezialfertigkeiten, die Mystics erlernt hat, und ich wieder trotzdem besiegen konnte und dann Level grinden, Items grinden. Also eine Scheiße halt. Das ist ganz lustig gewesen. Hat zwar auch ein paar Stündchen gedauert, dahin zu kommen, aber trotzdem ganz nice. So, kann ich auch nochmal kurz speichern. So. Schon wieder 2 Stunden 25 dabei. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Wird wir schon wieder ein bisschen was in Zeit sein. Kann ich direkt hier? Ah, okay. Kann ich auch direkt zum Dallen. Sagen wir mal Bescheid, dass wir bereit sind. Dass wir sein Steinchen haben, seinen Klunker. Bam. Ah, guck mal hier. Ich hab's schon vermisst. Echo Gott. So, und Petit sagt tschüss. Trinkt da was? It's been a long time since we did anything together. Too long. I had a really good time. Well, I should probably be getting back to the store. Actually, I was kinda supposed to be watching the place for Magello. And Vaughn, try to stay out of trouble. For me. I don't know what I'd do if you weren't here. If something happened to you. I'm not going anywhere, okay? That's what I wanted to hear. See you later. Da hat sie extra den Laden vernachlässigt, damit sie mit Vaughn was machen kann. Sorry, Pinello. Nur damit er jetzt auch noch sein Ding durchzieht. Und ihr verabschiedet sich. Wie ist der Typ eigentlich? So mal, dass sie werden soll. Sieh an, du hast einen Sonnenstein, nicht wahr? Reiche mir und ich werde dem Mutzelstein seine Magie zurückgeben. Versprochen. Okay, hau rein, Bruder. Now you'll be wanting to know how to sneak into the palace, eh? First you go to Storehouse 5. You know the one. Two doors she has. Now the right takes Ban Ratsbane to his territorial hunting grounds in the sewer bottom. But that's not the way you'll go. No, you'll take the left door down into the Garamsythe waterway. The waterway leads to a stair, the stair to the palace cellars. That's your way in. But don't go counting your gil just yet, my boy. Getting into the palace was the easy part. The way into the treasury is carefully hidden. That's where this crescent stone comes in. Nichts in der Hand. The magics it bears can open the hidden door to the treasury, you see. Listen, Vaughn, for the words I shall speak are most important and not to be forgotten. Do you understand? Ja, ja, hau rein. The signet yearns for sunstone strength to light the clouded way. Once in the palace, you'll find the signet tile, very important. Give to it the sun's power and it will light your path. Very well. Oh, a warning. Be aware that if you're caught, you'll spend the rest of your short life rotting in the Nalbina dungeons. So, look sharp, my boy. And don't go running off before you're ready. Plans freshly hatched have a habit of tumbling from the nest straight into the hunter's stew pot. Die Lache. Sollte vielleicht wirklich noch ein bisschen mehr schießen. Ja, wir sollten top vorbereitet sein. Ich bin sofort gut vorbereitet, wie ich nur irgendwie kann. Es gibt ja keine besseren Waffen, mit denen ich jetzt irgendwas anfangen könnte. Und der Brabenastus zieht Garam des Kandidationen. Rossler!
Squads 3 through 6 are in place. They stand ready. So far, the Imperials haven't noticed a thing. Then go now and hurry the others. By nightfall, we must ensure all our men are in place. Sir! Sir! Na, was ist denn da los? Die sind auch in der Kanalisation unterwegs, also die Dalmasca-Truppen planen auch irgendwas für den Abend, genau wie wir. Das dürfte ja spaßig werden. So, wie gesagt, Vorbereitung ist nicht, weil es gibt nichts Besseres in uns. Ich habe aber gerade schon andere Orte abgecheckt, an denen normalerweise richtig krasse Sachen werden für den Anfang, aber naja, was nicht sein soll, soll nicht sein, deswegen who cares. Ziehen wir die Quest weiter durch. Beziehungsweise ist alles Teil der Story, ne? Und so. Deswegen alles kein Thema. So, hier vorne müsste gleich das Ding sein. Hier sind alles solche Stände, aber keiner verkauft mir irgendwas. Nein, Entschuldigung, okay. Speicher Nummer 5. Kites! Hey, Wahl, hab dich gewartet. Steh kurz davor, auch den Link-Tür aufzukriegen. Die Rattenkämpfe sind sicher langsam langweilig, oder? Du sollst das erste sehen, weil ich dort ein paar Burgs, deswegen habe ich auf dich gewartet. Na klar. Allerdings fehlt mir zum Öffnen noch ein ganz schönes Werkzeug, wäre super, wenn du es besorgen könntest. Oh nein, nein. Schade, was? Hast du dich schon auf neue Abenteuer in keine Zunge gefreut, oder? Nee, ich weiß, natürlich hat Meister Keins das Zeug schon längst besorgt. Was dachtest du denn? Alles hier in Staune. Ohne Witz, in einem neueren Spiel hättest du jetzt locker noch 20 Sachen machen müssen, um die Tür aufzubekommen. Erst das Werkzeug finden und jetzt vielleicht sogar irgendjemand, der irgendwas haben will und dann, ach, ihr wisst schon. So, auf das Ding jetzt hier. Endlich geschafft, okay. Ach, übrigens, das ist für dich, aha. 2 Potions, 4 Augentropfen. Danke. Kann ich auch runtergehen? Könnte ich. Bringt mir nur, glaube ich, nicht allzu viel. Okay. Na dann ab dafür. Wie sind also eigentlich die anderen Truppen dort reingekommen? Ich meine, wenn die Tür zu ist, muss noch einen Weg von draußen reingeben. Tiger Ramses Kanalisation. Ein ziemlich wichtiger Schlüsselort. So, dann haben wir eine Saven. Tschüss, Penelo. Oh, ich bin jetzt schon Azubi. Was ist genau das hier oben? Nee, warte, das ist der richtige Weg. Ja, was ist auf der anderen Seite? Was soll es denn hier unten geben? Ich bin gespannt. Oh, okay. Ein paar Ratten. Da macht sich gerade selber zur Schnecke. Finde ich ja nicht unbedingt so schlecht. 72 sogar. Also bei ungefähr 74, 75 wäre es ein One-Hit. Und beiseite. Okay, und was genau geht jetzt hier? Soweit ich das sehe, ist nur eine kaputte Treppe. Und sowas wie springen kann ich ja nicht. Das ist ja unsinnlos. Egal. Laufe ich halt diesen äußerst kurzen und sehr spannenden Weg halt zurück. Dankeschön, Spiel. Bist der Beste. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen eine Reise vor uns hier unten. Scheiß Achse, er hätte bloß Schwerter genommen. Größter Fehler, den man hätte machen können. Zumindest mit anderen im Team wäre es ja besser, aber so ist relativ sinnlos. Also nochmal speichern. Und ich diesen Weg nicht nochmal gehen muss, dann passt es schon. Fun Fact: Normalerweise hätte ich mich am Anfang mal bis Level 7 oder 8 hochgearbeitet, bevor ich reingegangen wäre. So, ich nehme noch alles mit. Und auch noch irgendwas Cooles zu finden. Sie haben Joyos gefunden. Ja, wir hier haben es viel. Ha. Du bist auch ein eigenes Grab.
Komm, jetzt gibt es noch 60 und das ist gut. Offenbar ist nicht gut. 19 Gil, hey. Alles nur keine gute Ausrüstung. Die Ratte will es direkt wissen. Gott, der mit waren. Easy. Ja, kaum ist es weit weg mit Stufe 5. Aber Stufe 5 ist schon ein ganz gutes Level. Gut, das Ganze einfach Square nicht gemacht hat. Sonst wäre ich blöde geworden. Reicht trotzdem, um die Ratten jetzt auf normalen Wege wegzuräumen, aber okay. Alles ist besser als gar kein Schaden. Axt 0. Nein. Wie gesagt, da ist nichts zu. Ich gucke auch noch aus den Items hier. Alter, waren 8, 9. 4 Schläge für eine Ratte. 5 Schläge für eine Ratte. Was? 6 Schläge? Also echt. Komm. Meine Fresse. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Okay, wohin muss ich jetzt genau? Okay, ist sogar scheißegal, wo ich lang gehe. Alles Ritze. So, die Fledermaus muss ich mal ganz kurz rüberlocken. Jetzt treffe ich die nicht. Schon vergiftet mich jetzt nicht oder so ein Scheiß. Easy. Noch ein Windstein. Es ist echt ein bisschen ungewohnt, am Anfang auch komplett ohne Weißmagie bei Warnen auszukommen. Mal sagt man immer noch, wie ist ein Vita-Zauber. Oh, schon wieder kein Schaden ausgeteilt. Ich freue mich auf die anderen Teammitglieder. Easy. Ah, bleib doch hier, Mistvieh. Ach, fuck it. Komm. Soll er wegrennen? Ich gestatte es. Huch. Gegengift. Cool. Oh, die Fledermaus für Stress. Oh, jetzt machen die Teamwork oder was? Nix machst du. Ich sehe gerade, mein Leben ist ganz schön am Arsch. Mystery. So, große Potion reinballern. Weiter geht's. Okay. Nochmal 42 Kill. Klar. Sag mal her damit. Nein, bleib da. Oh Gott. Wann, dein Schaden ist so schlecht. Immerhin 59 AP. Aber ich glaube, ich kann mir die AP jetzt auch aufsparen, oder? Das denkt man nicht, dass ich jetzt irgendwie großartig an Waffen kommen werde oder so. Dass mir jetzt was nutzt. Naja, das kann ich machen. Jetzt kann ich hier bis unten alles durchziehen. Ach du Scheiße, das sind echt alles Kraftbolzen-Dinger. Das kann ich jetzt so abfahren, wie es kommt. Krass. Aber ich würde halt auch eine bessere Waffe oder Rüstung oder irgendwas nehmen. Die kompletten MP, die werden investiert in den Ziel, TP, den 10-fachen MP-Wert. Das Kopf hat einen Wert abzuziehen. Wow, also wenn ich maximal. Wenn ich ein Maximum von 900 MP hätte, könnte ich maximal fast 10.000 Schaden auszahlen. Das ist sowas von nichts. Nichts. Naja. Nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Oh. 100 Gil. Na, da greift sie mich gar nicht an. Ich greife mich aber an. Zerstöre sie, Wahn. Zerstöre sie. Oh, okay. Zweier-Kombo macht das Spiel okay. Oh,
Goddammit. Dieser dreckige Zufallschaden. Wenn das mal mit 90 oder so starten würde, dann wäre es ja okay, aber so. Nice. Okay, ein Speicherkristall wäre jetzt ganz nice. Ich will nicht meine Potions verschwenden. Aber ich glaube, ich werde ein bisschen drücken müssen. Ja. Ja. Rein mit der Potion. Ab geht er. Okay, nichts. Ja, davor, das sieht mich echt böse aus, um ehrlich zu sein. Vielleicht zwei davon. Normalerweise haben wir mit einem Blitzzauber jetzt relativ gut durchgekommen. Ah, was soll ich sagen? Ich habe keinen Blitzzauber. So, ich hoffe, das ist mich in Ruhe. So, noch ganz kurz Zähne killen. Nice. Okay, drücken wir noch eine Potion rein, nur auf jeden Fall. Obwohl, machst du die Fledermaus kaputt. Die Beats nehme ich gerade an. Okay. Na dann, probieren wir es mal mit dem Killerfisch.